Kardashian-Familie, das Markenimperium von Kylie und Co. Spätestens nach der fragwürdigen Aussage zum Thema Arbeit von Kim Kardashian im Rahmen eines Variety-Interviews im März 2022, in dem sie sagt, schwing deinen verdammten Hintern hoch und arbeite. Es scheint, dass heutzutage niemand mehr arbeiten will, steht das Kardashian-Business im Fokus. Gala präsentiert einen Überblick des Markenimperiums der Familie. Den Anfang macht die reichste Schwester der Kardashian-Familie und die Person, die hauptverantwortlich für den Hype der Hulu-Stars ist, Kim Kardashian. Laut Forbes liegt ihr Vermögen bei 1,2 Milliarden US-Dollar. Neben ihrer TV-Show hat der Social-Media-Star zahlreiche Einkünfte. Unter anderem die Shape-Bewehr-Marke Skims und die Skincare-Marke SKKN. Die Ex-Frau von Kanye West sorgt mit ihrer Skims-Kollektion regelmäßig für Social-Media-Hypes und kooperierte unter anderem schon mit Fendi, Sold Out vorprogrammiert. Bei diesem Erfolg ist es kein Wunder, dass der Markenwert von Skims Anfang 2022 bei 3,2 Milliarden Dollar lag. Doch nicht nur im Fashion-Business kann die 42-Jährige zahlreiche Erfolge vorweisen. Auch im Beauty-Markt ist Kim vertreten. Die Beauty-Linie SKKN umfasst nicht nur Skincare-Produkte in minimalistischem Design, sondern auch Home-Accessoires. Die Kollektion ist überschaubar, nur 23 Teile umfassen das SKKN-Sortiment, Stand April 2023. Zu dem Umsatz der Marke ist wenig bekannt. Als Anhaltspunkt kann man jedoch den Jahresumsatz ihrer vorherigen Beauty-Brand KKW nehmen. Dieser betrug im Jahr 2021 6 Millionen Dollar. Nachdem Kylie letztes Jahr fälschlicherweise von Forbes als Milliardärin betitelt worden ist, belegt die Beauty Queen mit einem Vermögen von 600 Millionen Dollar den zweiten Platz innerhalb der Familie. Unter Kylies Namen findet man zahlreiche Brands aus dem Beauty- und Fashion-Bereich. Die erfolgreichste Marke der Mutter zweier Kinder ist mit Abstand Kylie Cosmetics. 2021 soll der Umsatz bei 34,5 Millionen Dollar gelegen haben. Doch auch die anderen Marken der Jenner-Schwester Kylie Skin, Kylie Swim und Kylie Baby haben Umsätze in Millionenhöhe. Laut Forbes beträgt das Vermögen des Familienoberhauptes 230 Millionen Dollar. Sie sichert sich damit einen Platz auf der begehrten Forbes-Liste der reichsten selbstständigen Frauen, auf der auch Kim und Kylie vertreten sind. Auch wenn Kris nur eine eigene Marke hat, hat sie Anteile an den Marken ihrer Kinder und verdient dadurch an ihrem Erfolg mit. Ihre eigene Marke ist weit von der Kardashian-typischen Branchen positioniert, die 67-Jährige vertreibt Putzmittel mit pflanzlichen Inhaltsstoffen. Trotz des Vorwurfs ihrer Schwester Kim, dass sie am wenigsten arbeiten würde, kann Kourtney Kardashian ein geschätztes Vermögen von 65 Millionen Dollar und zwei eigene Marken vorweisen, die Lifestyle-Brand Push und die Supplementmarke Lemme. Mit dem Blog über Lifestyle-Themen erreicht Push 4,8 Millionen Instagram-Follower, innen. Das meiste Geld wird Kourtney jedoch über den integrierten Shop generieren, der die vorgestellten Produkte anbietet. Die zweite Marke Lemme bietet Supplements an. Der Umsatz der beiden Marken ist jedoch nicht bekannt. Khloe Kardashian soll ihr Vermögen innerhalb von 11 Jahren von 11 Millionen Dollar zu 60 Millionen Dollar gesteigert haben. An diesem rasanten Anstieg ist unter anderem ihre erfolgreiche Marke Good American verantwortlich. Die Fashion- und Accessoire-Marke steht für Inklusivität und zeigt dies in ihrer Größenrange sowie Modelauswahl. Die Marke ist online, sowie in angesehenen Premium-Kaufhäusern zu finden. Ihr Konzept kommt an, laut Rocket Reach konnte ihre Marke allein 2021 einen Umsatz von 13 Millionen US-Dollar verzeichnen. Mit einem geschätzten Vermögen von 60 Millionen Dollar sind Khloe und Kendall auf dem gleichen Platz. Anders als ihre Schwestern, fokussiert sich Kendall Jenner nicht auf den Beauty- oder Fashion-Markt.
sondern tritt mit ihrer Marke 818 Tequila in die Welt der Spirituosen ein. Genauso wie ihre Schwestern hat sie ein Händchen für lukrative Brands. Bis 2021 verkaufte das Model 1,5 Millionen Flaschen Tequila. Doch nicht nur der Bereich, auch der nachhaltige Ansatz hebt Kendall von den Marken ihrer Schwestern ab. Die Marke ist Teil des 1% for the Planet Projektes, das 1% des Unternehmensumsatzes an Umweltprojekte spendet. Mit ihrer Marke Moon Oral Care, mit der sie unter anderem einen Bleaching Pen und Zahnpasta sowie weitere Zahnpflegeprodukte anbietet, stockt sie ihr Vermögen weiter auf. Das Geschäft mit den Zähnen ist lukrativ. Laut Rocket Reach konnte das Unternehmen 2 Millionen Euro Umsatz vorweisen. Verwendete Quellen: Forbes, Daily Mail.com, Rocket Reach, Celebrity Network.